Boah, sieht schon richtig geil aus. Ey, das sieht doch aus wie echt. Kannst du sagen, was du willst. Was geht, meine Freunde, und willkommen zum zweiten Part von Skyrim. Okay. Legt er da einfach einen Deathdrop am Boden hin? Okay, Bruder, ich glaube, was du da nimmst, ist nicht gut. Gut, also. Wir sind nun endlich dem Drachen entkommen. Mach mal hier die Tür auf, mein Freund. Und, ja, genau. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Beziehungsweise, ich weiß ja schon ein bisschen, wie es weitergehen wird. Aber es ist natürlich schon Jahre her, wo ich das Spiel gespielt habe. Wenn ihr mal überlegt, 2011, wir haben es jetzt 2018. Ist jetzt schon 7 Jahre her, wo das Spiel rausgekommen ist. Naja, okay, 7,5. 6,5 ungefähr. Wir folgen weiter Ralof durch die Höhle hier, um... Oh, das Wasser sieht auch geil aus. Guckt euch das an. Ich habe eine Erinnerung noch, dass da hinten irgendwo ein Bär ist. Guck mal, hier oben gibt es vielleicht noch was zu entdecken. Ein bisschen erkunden, das ist halt echt auch immer geil, weil da findet man manchmal echt ein paar coole Sachen. Ja, aus Knochenmehl kann man natürlich richtig geile Sachen machen. Tränke kann man immer gebrauchen. Oh, wo geht's denn hier lang? Hier ist nichts mehr. Genau. Wie gesagt. Ach genau, was ich noch sagen wollte, was ich beim letzten Part vergessen habe zu sagen. Beim letzten Teil, beim ersten Teil. Genau. Warum ich dieses Spiel spiele, beziehungsweise ist natürlich jetzt ein größeres Projekt. Ich bin ja jetzt mit Fate to Silence durch erstmal. Das war ja wirklich nur eine Preview, die ich gemacht habe. Ich wollte mir das Game hier einfach nur mal angucken. Und ich liebe einfach MMOs, also allgemein so RPGs. Und das Spiel hat halt wirklich so ein bisschen auch meine Spielerfahrung in dem Jahr damals richtig geprägt. Und hat natürlich auch Nostalgie sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich das Spiel jetzt spiele. Wie lange ich spielen werde, weiß ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es bis zum Ende spielen werde. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Lust ich habe und ja, wie gut es einfach auch ankommt, ne? Ja, one hit. Ja, ein paar Spinnen hier. Hat's noch welche? Da hinten. Ralof. Ja, ich hasse diese Dinger auch. Die haben viel zu viele Augen. Die haben viel zu viele Augen. Spinnenei. Kann man auch... Nee, hochziehen kann man sich hier nicht. Okay. Aber das ist okay. Na, nochmal wegpacken. Gut. Also wie gesagt, ich habe eine Erinnerung noch, dass hier irgendwo dann jetzt ein Bär kommt. Ich glaube da hinten. Und dass wir entweder an dem vorbeischleichen können oder uns halt auch wirklich mit dem anlegen können. Ist ja klar, was wir machen, ne? Gibt's was zu grillen heute Abend, meine Freunde? Halt, warte doch mal. Nö. Wo denn? Ich sehe sie nicht. Komm schon. Das will ich nicht. Nix da. So stark. Ah, shit. Leute. Das war krass. Also. Der ist auseinandergenommen. Gibt's noch was zu holen hier? Nee, nicht wirklich, ne? Dann gehen wir mal raus aus der Höhle. Wie heißt der? Ralof? Ralof, genau. Dass ich mir die Namen mal probiere, ein bisschen zu merken. Dün, 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 dün. Genau, ihr habt es ja auch an Elex gesehen, ich bin halt wirklich so ein kleiner MMO-Junkie, beziehungsweise ein RPG-Junkie. MMOs haben wir natürlich auch zu Genüge gespielt, auch The Elder Scrolls Online. Aber das Game ist natürlich, also mit dem Game hat es halt wirklich angefangen bei mir damals, glaube ich. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja, wir haben es geschafft, Leute. War jetzt auch nicht besonders schwer. Ich bin noch am überlegen, das könnt ihr mir mal in die Kommentare hauen, ob ich den Schwierigkeitsgrad sogar noch ein bisschen hochstelle, damit es einfach auch ein bisschen anspruchsvoller wird.
gewartet. Ich könnte jetzt Taschendiebstahl bei dem machen. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Ah, ja, genau. Hier seht ihr die Mod natürlich. Das ist jetzt hier so ein bisschen 3D animiert bei der Weltkarte. Seht ihr das? Auch das Wasser und so, wie sich das da spiegelt. Okay. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von kaiserlichen Wimmeln. Tja. Wir verschwinden besser. Wir haben es geschafft. Ist das schwarzes Blut am Boden? Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ja, es ist immer schlau. Hätte ich es heute nicht geschafft. Es ist immer schlau, sich aufzuteilen. Na okay, dann soll er doch gehen. Wir wollen uns jetzt mit der Gerdu treffen. Ich möchte noch schnell gucken, wo wir Kräfte. Was ist das denn? Ich glaube, das hat eher was mit der Mod zu tun, die wir aktiviert haben. Flamme. Ah, das ist natürlich genau. Also wie gesagt, haut mir mal in die Kommentare rein, wenn ihr so ein bisschen wissen wollt, beziehungsweise mal ein bisschen mitentscheiden wollt, was ich jetzt spielen soll. Magier oder eher ein Schwertkämpfer oder, ich dachte, wir wollten uns aufteilen, Kolleg. Oder doch eher, sag schon, eher ein Dieb oder so eine Art Jäger mit Bogen. Ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch den Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Oh, guckt euch richtig geil aus. Das sieht richtig geil aus. Hier viel mehr Bäume, wie ich in Erinnerung hatte. Schließt dich dem Aufstand der Sturmmäntel an. Also, ich kann euch ja mal kurz zeigen, was für, genau, was für Klassen es denn hier gibt. Ah, man kann ja auch einen Beschwörer machen. Genau, da kannst du so, genau, hier, die Beschwörung umfasst das Erwecken von Toten und das Beschwören von Wesen aus dem Reich des Vergessens. Sie erleichtert Zauber wie Seelenfalle und beschworene Gegenstände. Genau, also man kann halt echt viel machen. Zerstörung, das sind Zauberwiederherstellung, Verzauberkunst, Schmiedekunst, Rüstung, Blockieren, Zweihänder, Einhänder. Sagt mir einfach mal wirklich in die Kommentare, am besten jetzt gerade am Anfang auch, weil später will ich das dann eigentlich nicht mehr wechseln, was ich denn spielen soll für eine Klasse sozusagen. Ich weiß, man kann auch ein bisschen mixen, aber jetzt für den Anfang, dass ihr mal mir mal so ein kleines Feedback in die Kommentare reinhaut. Boah, sieht schon echt geil aus. Soll ich dem jetzt folgen, ne? Also fürs Erste nehme ich jetzt aber erstmal Schwerter. Wo habe ich denn das Zweite noch? So. Fürs Erste. Seht ihr die Ruine da oben? Das ist das Ödsturz-Hügelgrab. Wo denn? Ich habe nie verstanden, wie meine Schwester es aushalten kann, im Schatten dieses Ortes zu leben. Man gewöhnt sich wohl daran. Wir sollen auf jeden Fall unserem guten Ralof weiter folgen. Also als Erstes heißt es natürlich, wir sollen uns aufteilen und dann sollen wir ihm folgen. Ich tue jetzt trotzdem mal die Schwierigkeit gerade, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochstellen. Einstellungen, Gameplay, Schwierigkeitsgrad, Adept, Experte. Hö, wir haben ja schon relativ Novize. Lehrling, Adept, Experte. Meister. Oh, wir spielen auf Experte. Das finde ich gut. Tipptopp. Ein bisschen schwerer gemacht. So ist es auch ein bisschen anspruchsvoller. Die Wächterschreine entdeckt. Okay. Die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Na los, seht selbst. Wer unter den Zeichen des Magiers steht, lernt alle Zauberfähigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zaubers auf einmal nehmen. Ja, dann nehmen wir den doch an. Ein Magier, Tja, dieser Geschmack lässt sich streichen. Ah. Ich maße mir da kein Urteil an. Seht ihr hier? Der Diebesstein, der Magierstein und der Kriegerstein. Ich nehme auf jeden Fall, wobei Dieb, ich finde das schon ein bisschen krass, ne? So ein bisschen so auf Stealth und so. Sneaky, sneaky halt.
Scheiße. Ich nehme jetzt trotzdem erstmal den Krieger. Das ist sicher, sicher am besten für den Anfang so, ne? Ein bisschen einfach nur mit Waffen. Wir folgen aber weiter unseren Ralov. Oh, guckt euch das an. Auch das Wasser, wie cool das... Oh, wie gut das aussieht. Guckt mal. Sieht schon richtig schön aus. Auch die Steine. Also so habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Das ist auf jeden Fall besser als damals. Also besser. Grafisch gesehen natürlich. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Also müssen nach Helgen. Jupp. Bist du noch da? Was bleibt denn der jetzt stehen einfach? Komm doch mit. Bin ich dir zu schnell gewesen? Ich werde versuchen, die Parts immer so zwischen 15 und 20 Minuten zu... Oh, du Bastard, ey. Zwischen 15 und 20 Minuten zu halten. Ich find's aber auch wirklich geil, mit einem Bogen zu schießen, muss ich ehrlich zugeben. Das fände ich schon wirklich mega geil. Ah, wartet mal kurz, Leute. Wie sprinte ich eigentlich? Kann mir das mal einer sagen? Nee, keine Ahnung, was das ist. Ich möchte doch nochmal schnell auf den Dieb umskillen. Aufgrund, dass, kann man sprinten? Da laufe ich. Da mache ich... Ich müsste da noch gleich mal gucken. Tut mir leid, dass ich jetzt nochmal zurücklaufe. Weil ich finde es schon geil, mit einem Bogen zu schießen. Das finde ich halt wirklich geil erstmal. Also jetzt, es sei denn, ihr schreibt mir halt was anderes an. Aber jetzt erstmal würde ich halt gerne mit einem Bogen schießen. Auch so von Elix noch ein bisschen. Ich habe das gern. Ich finde das cool. So. Jupp, den nehmen wir an. Heimlichkeit. Kampffertigkeiten. Ah ne, ich glaube, ich muss doch schon fast den Krieger nehmen. Ja, also rüsten wir mal einen Bogen aus. Waffen. Einmal. Und einen Langbogen. Zeig mal her. Boah, geil. Ich liebe das. Guck mal, wie das schon aussieht. Gut. Okay. So. Oh, von wo kommt der Bastard? Oh, in die Fresse, guckt euch das an. Weg ist er, nix da. Ah, guck, allein schon deswegen. Allein schon deswegen. Das war doch mal mega geil jetzt gewesen. Wo ist denn der gelandet? Ich will meine Pfeile wieder haben. Oh, easy. Hä, ist der bis da runtergerannt? Nee, der ist weg. Das ist ja der andere, ne? Ja. Wo ist denn der Ist der schon am... Ach, ist egal. So, Pfeil will ich wieder haben. Kann ich die eigentlich auch... Ne, die kann ich nicht mehr nehmen, oder? Ne, die Pfeile kann ich nicht mehr nehmen. Okay, nicht so schlimm. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wo ist denn unser Freund? Ist jetzt einfach abgehauen. Aber einen auf beleidigt machen, wenn wir mal vor dem Rennen, ne? Ach, das kann es ja nicht sein. Boah, sieht schon richtig geil aus. Ey, das sieht doch aus wie echt. Kannst du sagen, was du willst. Es sieht doch richtig gut aus. Wow. Wirklich wow. Oh, wir sind da. Also ich lasse mir mit dem Spiel wirklich Zeit auch mal und nicht einfach so durchrushen, was die Geschichte betrifft, dass wir die Welt auch mal ein bisschen gemeinsam hier erleben können, ne? Flusswald entdecken. Da siehst du halt die Schilder zu den nächsten Ortschaften. Ist das unser Kumpel? Nö. Kann ich das Huhn abschießen, ohne dass ich angegriffen werde? Ich glaube es fast nicht, gell? Ich glaube, nee, ich habe da mal Erinnerung, dass die einem dass die einen den Arsch aufreißen dann.
Sieht schon richtig, richtig geil aus. Vielleicht nicht. Vielleicht. Okay. Ja, ja, ich halte mich schon noch von dem fern. Mach dir mal keine Sorgen. Oh, wir sind da. Ich komme gleich runter. Das ist dem seine Frau. Wieso laufen die denn schneller als ich? Ich will auch schnell laufen. Onkel Ralof, zeigt ihr mir eure Axt? Und Hund? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormantel? Vor kurzem habe ich gehört, wie Lucan geschrien hat, dass ein Dieb in sein Laden. Oh, nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Warte, ich wollte den doch nicht schlagen. Scheiße. Nein, scheiße. Nein, wartet mal. Oh, nee. Verzeihen die mir auch wieder oder bringen die mich jetzt um? Tut mir leid, ich wollte... Oh. Hab ich's jetzt versaut? Ich hab's versaut, oder? Jo, komm. Das wollte ich nicht. Ich wollte ihn doch nicht schlagen. Tut mir leid. Ja, chill, ich weiß es. Oh, der mit dem Hammer. Bist du behindert, Alter? Ja, ist ja gut. Ja, ich hab's verstanden. Ja, super. Keine Spur von ihm. Sagt uns Bescheid, wenn Kaiser. Scheiße, Mann, den wollte ich doch jetzt nicht schlagen. Tut mir leid. Ich wollte dem nur so anvisieren. Oh. Ja, gut. Okay, das kennen wir jetzt alles. Scheiße. Also nochmal. Wir haben daraus gelernt, wir müssen aufpassen, was wir machen. Verdammt! Ja, ich muss bei dem Typen bleiben, sonst. Schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Wir wissen ja nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Oh, ich geb dir mal einfach so einen Box in die Fresse. Wir verschwinden besser. So. Also, ich werde jetzt noch bis zum Dorf laufen und, Scheiße. Oder Leute, wir machen es anders. Anstatt dass ihr das jetzt alles nochmal angucken müsst, ich werde genau dasselbe nochmal machen. Der Part ist jetzt sowieso wahrscheinlich langsam durch. Wir sind jetzt bei 16 Minuten. Und juhu, wartet schnell. Geh mal weg. Habt ihn erwischt? Wo fliegt denn das Zeug hin, wenn ich das abschieße? Mein Gott. Genau. Ich werde den Part an der Stelle jetzt hier beenden. Ich werde, wie gesagt, nochmal alles 1:1 genau gleich machen. Und dass, wenn ihr beim dritten Part einschaltet, dass ich dann wieder im Dorf drin bin, ohne dass ich dem kleinen Kind einen auf die Fresse gebe. Natürlich. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, haut mir noch was Nettes in die Kommentare rein oder so. Oder gebt mir einen Daumen nach oben. Könnt das Video auch teilen, damit ich einfach ein bisschen mehr Zuschauer bekomme. Das macht nämlich Spaß. Und ein Fuchs. Scheiße. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder Mittag, keine Ahnung, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Haltet die Ohren steif, Leute. Ich melde mich out. Ciao.